Alle Redner, verehrtes Publikum, Parteien zu beiden Seiten. Die Opposition will uns hier weismachen, dass wir schon in der besten aller möglichen Gesellschaften leben, in der immer der aktuelle Konsens verwirklicht ist und die Gesetze ach so gut sind. Wir hingegen glauben, dass sich Werte wandeln können, dass die Gesetze gar mitgehen müssen. Wenn sich Werte nicht wandeln, wenn alles gleich bleibt und man den gesellschaftlichen Konsens weiterhin so hat, dann kann ja auch das Gesetz, das hat Demitz ja gesagt, nochmal so in der jetzigen Form beschlossen werden. Ist auch der Arbeitsaufwand nicht allzu groß für die Abgeordneten, der hier befürchtet wird. Aber wir wissen ja im Einzelfall gar nicht so genau, ob die Gesellschaft noch mit diesen Werten übereinstimmt. Und es gehört eben nicht nur Regierung und Opposition dazu, Frau Wiene, sondern es gehört mehr dazu, zu diesem Gesetz der Wertfindung. Das ist Regierung, das ist Opposition, das sind aber auch Medien und das ist die Gesellschaft selber, die in Form von Bürgerinitiativen und so weiter, da den Gesetzfindungsprozess beeinflussen sollte. Und es ist gut, dass es nochmal neu ausgehandelt wird nach einiger Zeit. In meiner Rede werde ich zum ersten Mal zum Punkt der Verständlichkeit kommen, unseres jetzigen Rechtssystems. Zweitens die Rolle der Gerichte aktuell beleuchten, was die machen. Und drittens nochmal das von Clemens den Punkt aufgreifen, wann die Motivation zur Veränderung besteht, dass Gesetze verändern. Pauline sagte zum Punkt der Verständlichkeit, es gibt ja zu viele Gesetze, da kann man ja gar nicht mehr durchblicken. Genau das ist, wie sie eben gesagt hat, doch unser Problem. Und wie Clemens sagte, wir haben zu viele alte Joghurts im Kühlschrank und können gar nicht mehr durchblicken, ob der hinten noch gut ist oder das Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist, weil wir es gar nicht mehr sehen können. Es ist unübersichtlich. Und dieser Antrag hier, in dem er überprüft, ob wir ein Gesetz noch brauchen, dieser Antrag setzt ein Mindestverfallsdatum, damit wir gerade diesen Ball an Gesetzen, diesen unübersichtlichen Ballast, den wir mit uns rumschleppen, zum Beispiel bei der Steuergesetzgebung, dass wir den endlich mal entschlacken und verschlanken. Und das brauchen wir in unserer Gesellschaft, damit die Unübersichtlichkeit, die Pauline doch gerade so klar, endlich behoben. Pauline will Rechtssicherheit. Sie will, dass das wirklich gilt, was im Gesetzestext steht. Aber heutzutage ist es ja so, gerade weil die Gesetze so alt sind, gilt gar nicht mehr das, was da drin steht. Sondern man muss immer noch gucken, welches Oberlandesgericht, welches Bundesgericht und welches Landesgericht dazu noch irgendwelche Entscheidungen getroffen hat, 1957, 1972 und so weiter. Ich muss also mir eine riesige Liste an Urteilen auch noch angucken, damit ich weiß, was denn dieser uralte Gesetzestext heute überhaupt bedeutet. Das ist intransparent für den Bürger. Schreibt aktuelle Formulierungen in das Gesetz rein, schreibt solche Passagen raus, die man nicht mehr braucht. Dann werden die Gesetze verständlich und dann müssen wir nicht mehr 17 Urteile dazu durchlesen. Und dann kommt auch zu meinem zweiten Punkt, der Rolle der Gerichte. Heute ist es eben so, weil diese aktuellen Gegebenheiten nicht mehr drin sind, weil bestimmte Sachen veraltet sind, zum Beispiel in der Formulierung. Deshalb bekommen die Richter und Gerichte eine enorme Macht in der Auslegung und in der Interpretation dieser Gesetze, die veraltet sind. Und da kommen wir in ein Demokratieproblem rein, in ein Legitimationsproblem. Denn, das sei vorab gesagt, die Jurisprudenz ist keine Theologie. Es geht nicht darum, wie bei der Bibelexegese irgendwas auszulegen, wie vielleicht irgendwas gemeint sein könnte in irgendeinem steinalten Text, sondern es geht darum, Recht zu sprechen, was den Willen der Gesellschaft abbildet. Und darum ist es wichtig, dass dieser aktuelle Wille widergespiegelt wird. Wenn aber nun die Richter immer auslegen müssen, was denn da eigentlich mal mit gemeint war und sich da reindenken müssen, bekommen sie eine enorme Macht. Richter sind aber nicht demokratisch legitimiert. Anders als die Gesetzgebungsprozesse, die im Wechselspiel von Regierung, Opposition, Medien und Gesellschaft zusammenwirken, in der sich unsere Werte widerspiegeln darin. Sondern wir geben hier die Macht, weil die Gesetze so veraltet sind, weil nicht ganz klar ist, was damit eigentlich heutzutage gemeint ist, in die Hände weniger, die aber nicht von der Legislative legitimiert wurden, sondern unabhängig dieser sonstigen demokratischen Prinzipien in unserem Staat stehen. Sag mal, Moritz, jetzt mal hier wunderbare Tische. Was machst du denn mit dem Ganzen von dem von der Europäischen Union auch gezwungenen Gesetzen? Wir können natürlich nicht europäische Gesetze ändern, das ist klar. Aber europäisches Recht
was da geschaffen wird, die Verträge, müssen immer in nationales Recht übersetzt werden. Wie das ausgelegt wird, da hat jeder Nationalstaat in den allermeisten Fällen Spielraum. Und da kann man auch wieder drüber nachdenken nach 20 Jahren. Das ist kein Problem. Wir denken also, dass die Umsetzung durchaus auch immer wieder überprüft werden soll. Und wenn in Deutschland die Bürgergesellschaft sich zu einer Umsetzung vielleicht formiert, darüber Gedanken macht, weil man weiß, oh, 2017 steht die nächste Neuerung an, ja, dann kann das ja auch wieder auf europäischer Ebene zurückwirken. Da komme ich zu meinem dritten Punkt, die Motivation zur Veränderung der Gesetze. Clemens hat mir ja schon gezeigt, dass die Motivation, dass Bürger sich beteiligen, um Gesetze zu verändern, um den Willen der Gesellschaft wiederzuspiegeln, hier in unserem Antrag steigt, weil klar ist, wenn etwas verändert werden muss und man nicht mehr so dicke Bretter bohren muss. Bisher waren nämlich die Bretter enorm dick. Das unlautere Wettbewerbsgesetz aus den 1930er Jahren, was erst 2001 geändert wurde, nach Jahrzehnten des Anlaufens, da konnte man ja nicht mal mehr einen Rabatt geben bis in die 2000er Jahre hinein, weil da eine alte Verordnung drin war. Das hat ewig gedauert. Wenn man aber nun weiß, dass eine Revision ansteht, können sich Interessengruppen formieren, können darauf hinarbeiten und können diese Motivation zur Veränderung erzeugen. Und das gilt auch dafür, dass wir uns frühzeitig Gedanken darüber machen, was verändert werden sollte in unserer Gesellschaft. Und nicht am ersten hinein, wenn es zu spät ist. Denn aktuell ist es so, dass es irgendein Skandal und alle schreien sofort nach neuen Gesetzen, die Politiker. Das ist die übliche Rhetorik, der Automatismus, der da abläuft. Und was kommt da raus? Ein Schnellschuss, der verengt ist. Dann wird auf einmal die Veterinäraufsicht für Blattsalate, Gurken und Tomaten verbessert, aber das Hackfleisch völlig vergessen oder die Milchprodukte, weil man im Medienhype nicht dran gedacht hat. Wenn man aber vorher denkt und weiß, wann wieder eine Überprüfung ansteht und auch diese Lebensmittelkontrollgesetze müssen dann alle 20 Jahre spätestens nochmal überdacht werden, dann kann man sinnvoll und substanziell darauf hinarbeiten und sich Gedanken machen, was wirklich wichtig ist und ob die bestehenden Strukturen noch so adäquat sind. Deshalb, liebe Freirichter, weil die Verständlichkeit in unserem Antrag steigt, weil die Rolle der Richter und Gerichte, die demokratisch zweifelhaft ist, hier nicht mehr so stark sein wird nach unserem Antrag. Und drittens, weil die Motivation der Veränderung eine bessere sein wird, deshalb für diesen Antrag. Danke.